3 der U17 männlich. Niklas, wie war das Rennen? Also es war wirklich gut. Regentechnisch ging es eigentlich und die Strecke war in Ordnung. Ja, ich habe gesehen, am Anfang bist du einmal fast gestürzt, ne? Ja, aber hast dich dann wieder gut gefangen. Ja, auf jeden Fall. Es waren 3 Stürze mit drin, aber ich habe mich echt gut wieder gefangen und weiter ging's. Philipp, Drittplatzierter, ne? Wie hat dir die Strecke gefallen und bist du zufrieden mit dem dritten Platz? Ja, also ich bin zufrieden. Die Strecke war auch ganz gut, aber hätte noch matschiger sein können. Noch matschiger, ja? Ja, noch matschiger. Okay, und bist du beim nächsten Rennen dabei in Kloster Nienen am 21.12.? Ich denke schon, ja, auf jeden Fall. In der Gesamtwertung bist ja jetzt, glaube ich, du Führender, ne, Maximilian? Bist du jetzt Zweiter geworden? Ne? Nee, du bist? Du bist, okay, okay. Wir hatten ja vorhin schon gequatscht. Bist du zufrieden mit dem zweiten Platz? Ja, war eine große Schubserei. War ja Heimstrecke, da denkt man ja immer, dass man, wenn man weit vorne ist, also wenn man die Strecke zu gut kennt, dann ist es schlecht, ne? Also. Aber die Strecke hat dir gefallen auf deinem Heimring quasi. Ja, klar. Okay, dann Dankeschön, Jungs, und bis zum nächsten Mal.